Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Let's Play FIFA 17 Karriere. Ich guck mal, das war der falsche. Ich wollte hier auf die Tabelle gehen. Da haben wir es doch. Ich wollte mir nämlich mal die Abstiegsplätze angucken. Freiburg, Bremen, Hannover. 2 Punkte nur noch bis zum Relegationsplatz. Da waren wir ja auch schon mal. Und jetzt geht's dann gegen die Augsburger. Wir brauchen, wie gesagt, einen Sieg, um auf 12 Zähler zu kommen und mal da unten rauszukommen. Aber wir produzieren eben nicht viele Torgelegenheiten und dadurch resultieren eben keine Tore. Uns fehlen die Tore. Was in der letzten Saison so gut geklappt hat, klappt jetzt überhaupt nicht mehr. Da liegt die Problematik. Wir kriegen zu viele und schießen zu wenig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen den HSV. Der Hamburger SV wird heute mehr erreichen wollen als das Unentschieden zuletzt, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Da gab es ja bekanntlich ein 0:0. Heute rechne ich, wenn ich ehrlich bin, eher mit einer Niederlage. Die Wölfe tun sich unglaublich schwer in dieser Saison. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Noch bleibt Zeit, um sich wieder nach oben zu schieben. Ich bin wirklich gespannt, ob das noch klappt. Ja, also mit einem Sieg kommt man gut nach oben, sehe ich gerade. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Und dann geht's los. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Wir haben den Ball und müssen gucken, dass wir den Weg nach vorne suchen. Egal wie schwierig es ist. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da ist schon mal eine gute Idee. Aber wer wäre gestört? Wenn wir eben die tabellarische Platzierung der Augsburger gesehen. Und das wird schwer heute. Ganz klar, den kennt man aus. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart, glaube ich. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Erstmal wieder Augsburg. Da kommt der Schuss. Den Schuss, das macht er gut. Und den Adler pariert zum zweiten Mal. Erik Durm. Hand. Branimir Gota. Gota. Auf Amiri. Da passt er auf. Den Ball verliert den Ball und jetzt abfangen. Wieder die Augsburger. Bayer. Die ebenfalls ihr Spiel auf den Außen bevorzugen. Jetzt müssen sie aufpassen. Jawohl. Ah, da rennen sie sich über den Haufen, deswegen Ballverlust. Und jetzt haben wir die Kugel wieder. Amiri. Aber wir da laufen er einfach Ball. Fest bei den Augsburgern. Halt ihn top. Auch Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jawohl. Unentschieden. Amiri. Ist eine Option, aber Sieg wäre Nikolai eben besser. Gül. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt können die Augsburger den Ball holen und somit einen neuen Angriff versuchen. Pass auf die Außenbahn.
Wir kommen nicht wirklich aus der eigenen den Hälfte Spieler raus. Steil. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Glück gehabt in dieser Situation. Nikolai Müller. Müller jetzt. Hand. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. Da gibt die ersten Vorstoß der Hamburger, der aufs Tor geht. Erster Torschuss. Keine Gefahr für den Keeper. Aaron Hunt. Neuer Versuch vielleicht. Branimir Gota. Herr Gota. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in nächste der Abwehr. Flanke. Ah, schade, ja, da ist niemand. Also da ist jemand, der aber nicht an den Ball kommt. Das macht richtig gibt Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Kostic bringt die rein. Giroud. Ah, da ist der Weinstuhl. Sie in Front. Das war aber doch nicht wirklich Giroud. Das war doch sein Abwehrspieler. Der das 1:0 für die Hamburger erzielt hat. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Da ist es. Da kann die Ecke perfekt rein. Gefährlich. Das Tor und dann jetzt fällt noch mal das 1:0. Eine andere Kamera eingefangen. Da sehen wir jetzt keine dafür. Chance für den Augsburger Keeper. Und zu Recht ein schönes Tor. Erzielt durch Jonathan Giroud. Macht sein erstes Tor. Die Verteidigung schießt bei uns die Tore, nicht die Stürmer. Die bereiten sie vor. Und kein jetzt gutes Spiel bis hierhin. Ist das schon mal eine gute Leistung. Das ist mal was. Die Augsburger müssen konnten. Aber es könnte ja ab jetzt dann die besser werden. Erstmal jetzt zweimal mehr im Torraum waren. Gefährlich nahe an dem Torraum. Josie immer kamen. Tor. Und dann zwei Möglichkeiten. Und dann werden. Zappelt das Ding im Netz. Jetzt aber gute aufpassen. Idee, Augsburg kommt mit der Ausführungsmöglichkeit. Aber das erstmal wichtig, geklärt. Marc Stendera bringt das Ding raus. Und er gewinnt den Zweikampf. Ah, oh, da die geht er vorbei. Da sind Mitspieler das frei. Und jetzt wird's gefährlich. Er macht das Spiel schnell. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Da kommt er schon. Da ist der Ausgleich. Der ist drin. 1-1. Hamid hat den Top. Gleich auf. Und damit alles wieder offen. Da passt er gut auf. Und dann ist er einfach gedanken schneller als die anderen. Und der Abschluss dann nur noch Formsache. René Adler beinahe gehakt, aber das ist keine gute Abwehrleistung der Hamburger. Die sind eben vorne an den Toren beteiligt und dann fehlt halt hinten jemand. Hamid Alsintop macht sein zweites Bundesliga-Tor hier am Ende nochmal schnell erwähnt. Aber eben die Hamburger. Erstes Tor gemacht, jetzt alles wieder auf Anfang. Und jetzt müssen sie sich wieder die Tore erkämpfen. Kostic. Jetzt ist eben wieder am minus 1 die Tordifferenz. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jawohl, ich check ihn durch. Aaron Hunt, komm, geh auf die Außen. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Versuch war es mal wert. Und jetzt wieder Augsburg. Der geht durch, aber der Abwehrspieler ist eingeblendet. Zwei Minuten gibt er den Teams noch. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vor Ort. Jetzt. Knapper. Kurzer Blick nochmal zurück auf das Tor, das den Ausgleich brachte. Der Pass, der Abschluss, das hat er gut gemacht. Gibt doch Abstoß. Ich dachte, das wäre ein Eckball gewesen. Und dann beide ist auch Teams Halbzeit. Waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Ja, aber lieber machen wir das Tor, als dass es einer der Augsburger macht. Ja, wir gehen in Führung in der 30. durch Jonathan Giroud und dann gleich Talit Altintop aus. 1-0 führt die Borussia Mönchengladbach gegen die Bayern. Hannover, Bayern München 0-0 und Leipzig-Wolfsburg spielen noch nicht.
Ich stelle mal die Aufstellung um. Ich überlege, ob ich auf den Standard gehe. Das sieht doch ganz gut aus. Das Nehmer. Aber sonst bleibt alles beim Alten. Jetzt wird's den Wechsel geben. Augsburger wechseln durch. Der Torschütze geht. Und es kommt Trubial Stallon. Spricht man das so aus? Wie gesagt, bei Spielernamen, ihr wisst es. Schreibt es in die Kommentare, ihr wisst, wie man die Namen ausspricht. Jawohl. Nein, das war kein Freistoß. Aber die Augsburger kriegen ihn trotzdem. Jose Altidor. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aufpassen. Über die Außen sind die gefährlich. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Und wir haben noch den Ball. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Eine interessante Konstellation. Sehr gute Idee. Wir sind mit von der Partie. Fairer Einsatz hier. Aber Augsburg ist da und holt sich die Kugel. Max. Ja, da hat man das nächste Spiel der Augsburger gesehen. Die Frage ist nur, gegen wen spielen wir als nächstes? Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ah. Der Ball ist raus. Da Einwurf von uns geben, ja. Gibt ihn. Kostic. So. Auf die Außen zu Erik Durm. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, komm. Super Einsatz. Schade, rennt sich wieder fest. Gute Aktion. Ball raus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah, direkt zum Gegenspieler. Und die kommen nicht dran. Augsburg wieder über die Außen. Das wird gefährlich. Auswechslung bei der Heimmannschaft. Wir sollten demnächst auch mal wechseln. Schöne Flanke. Und da ist das 2-1 für die Augsburger. Ich sag's noch. Und dann fällt es. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber. Keine Frage. Klasse Tor hier von Ihnen. Und da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschluss als Wolf. Fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Altidor macht sein erstes Bundesliga-Tor für die Augsburger. Und ich würde sagen, wir bringen mal einen neuen Spieler rein. Ich würde Platte bringen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Platte. Für Amiri. Kommt der Wechsel noch? Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Das war einfach. Aber wo passt der denn hin? Direkt zu Katscher, dem ehemaligen Hamburger. Bayer. Gut gemacht, denn der steht genau richtig. Jetzt einen Gegenangriff. Aber eine Auswechslung bei den Gastgebern. Wir rennen uns halt fest. Das ist das Problem. Wir brauchen jetzt ein Tor. Jetzt hat er Feierabend. Zeit für uns, nochmal auf sein Tor zu schauen. Die wechseln immer ihre Torschützen aus. Das ist komisch. Aber egal. Ein schönes Tor. Vor allem haut er nicht einfach drauf, sondern platziert den Ball. Und die Augsburger kriegen den Einwurf. Oh, da läuft einer vorbei. Gute Idee, dieser Ball. Max. 20 Aber Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. 20 Minuten noch für uns, das Tor zu machen. Kostic. Da sehen wir also den nächsten Gegner des HSV. Ja, es geht gegen Werder Bremen im nächsten Match in der Bundesliga. Ah, das gibt's und doch da nicht. Müssen Sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Schlecht geklein dieser Pass. Noch knapp 18 Minuten für uns, noch den Ausgleich zu kriegen. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Also in Ordnung. Kriegen. Eindeutig mit der Hand dran. Ich habe so langsam das Gefühl, der ist gegen uns. Ja, dann jetzt gibt es wieder den Freistoß für die Dortmunder. Nicht für die Dortmunder. Für die Augsburger natürlich. Und die Möglichkeit, hier das Ding klar zu machen. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei.
Schade, das war eine richtig gute Chance. Und wir brauchen, wie gesagt, ein Tor. Viel Zeit ist nicht mehr. Weil wir brauchen zumindest mal einen Punkt. Weil keiner ist noch schlechter. Da rutschen wir unten durch. Wie gesagt, die Mannschaft, die hinter uns ist, ist Schalke 04 mit derselben Punktzahl. Hinter. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Wird das eine Torchance? Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzer sicher vom Torwart. Wir kommen halt nicht dran. Also wir kriegen nichts Nennenswertes hin. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Wo passt der denn hin, Mensch? Vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. 2-1 heißt es hier momentan. Und wir schauen schon mal auf die folgende Partie. Der nächste Gegner für die Augsburger heißt Hertha BSC. Kuh! Er weiß natürlich auch, was sonst hier auf dem Spiel steht. Noch vielleicht das auch 3-1. Kein guter Abschluss. Ja, das lässt ihn natürlich nicht kalt. Und dann denkst du Kai einen Jubi Moment kommt zu jetzt lange nach. Wir haben noch 7 Minuten für den Ausgleichstreffer. Das wäre bitter, wenn es nach dem frühen Führungstor durch Jonathan Giroud doch nur die Niederlage gibt. Die Augsburger sind gefürchtet. Und im nächsten Part käme dann das Nordderby. Also wir brauchen jetzt einen Vorstoß, vielleicht sogar zwei, denn wir brauchen zumindest mal diesen einen Hinter. Punkt. Aaron Hunt. Ah, schade, da ist Pass halt unterbunden. Ganz stehen wichtige Aktion. Einfach so gut die, gibt's jetzt die Gelegenheit. Augsburger. Jetzt hat er Platz, ihn einfach mal vorhalten. Ein guter Kopfball. Gute Aktion hier vom Torwart. Den hat der Adler. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Ah, und dann drück ich halt, dann habe ich den Ball und ich drücke aufs falsche Knöpfen. 3 Minuten. Zeigel. Kayubi. Und dann ist die Niederlage der komplett. Schiedsrichter pfeift ab, es bleibt 2-1. Denkbar knappen 2-1. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich mal ein starker Gegner, dann war es nicht ihr bestes Spiel. Da kommt immer ein bisschen was zusammen, Wolf. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, dass er heute happy ist. Er hat den entscheidenden Treffer gemacht. Ja, da ist eigentlich alles schon gesagt. Unglücklich, ja. Siegtreffer der Augsburger in der 63. Ansonsten holen wir uns hier einen Punkt und können hoffen, so rutschen wir nach unten durch. Die Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bayern 04 1-0. Und auch Hannover kann einen Sieg gegen die Bayern durchdrücken. Ich würde gerne mal wissen, wie es denn jetzt aussieht. Ja. Bleiben 14, weil die Schalker auch verloren haben, oder wie er gesagt. Ja. Was will man noch sagen? Glück gehabt. Wir können ja mal ganz schnell dann mal gucken, bevor wir den Partende machen, ob wir irgendwelche reißenden Angebote haben. Das ist Norwegen. Habe ich irgendwie Bock? Ja, also ich bin für Norwegen. Mal was anderes wie die Türken. Willkommen an Bord. Würde man sagen, ja, Büro. Ah, hier habe ich 2 Nachrichten übersehen. Hier. Meine Karriere-Jobangebote. Wir könnten zu Bayern gehen. Nee. Mit dem Kader doch nicht. Dortmund? Vielleicht. Ich guck mal, was es noch gibt. Gladbach?
Köln. Leverkusen, Bell, Dragovic, Wendel, Arabi, Baumgart, Linter, Hernandez, Volland, Schalke. Oh, da habe ich irgendwie Schalke. Schalke oder Dortmund? Nein. Ah, Wolfsburg, Schalke oder Dortmund. Oder gehen wir zu Hoffenheim. Ah, es ist gerade wirklich schwierig. Wir bleiben in der Bundesliga, würde ich sagen. Außer hier kommt noch Barcelona. Nee, also Schalke oder Hoffenheim. Ach, scheiß drauf, wir gehen zu Hoffenheim. Habe ich mich jetzt für den Job entschieden, oder? Ach so, ich muss erst noch eine Anfrage stellen. Ja, okay. Dann werden wir wohl sehen, ob wir einen Trainerwechsel vollziehen dürfen, ob wir von Hamburg zu Hoffenheim wechseln dürfen. Wir werden zum nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.